Aufstieg vor 2 Jahren von der Regionalliga in die zweite Fußball-Bundesliga. Und plötzlich ging es ratzfatz von unten bis ins Mittelfeld hinauf. Eintracht Trier jetzt auf Platz 11 gelandet. Also gute Gründe nach dem 4:0 vom Freitag gegen Regensburg nochmal nachzuhaken bei Paul Linz. Jan Ebeling war vor Ort. Paul Linz hat im Abstiegskampf gute Karten. 4 Buben im Blatt machen ihm besondere Freude. 4 Trümpfe für den Klassenerhalt. Der Sturmtrumpf, Nico Paczynski. Am Freitag bester Mann auf dem Platz. Ein Musskandidat für die Elf des Tages. Er eröffnete das Torfestival. Cool verwandelter Elfmeter, nachdem er selbst gefoult wurde. Patsche blühte richtig auf vor Spielfreude. Immer anspielbar, immer gefährlich, immer ein Auge für den Mitspieler. Das 4:0 durch Anton Labak, frech und abgezockt vorbereitet. 2. Heimspiel in Folge groß aufgetrumpft. Letzte Woche auswärts mal nicht gestochen. 90 Minuten die Bank gedrückt, anstatt die Mitspieler. Er muss mir zeigen, dass er auswärts auch so spielt, wie er zu Hause spielt. Er spielt auswärts jetzt nicht so. Außerdem hat es auch taktische Gründe, warum wir das so machen. Und das muss im Moment jeder akzeptieren. Hier geht es nicht darum, ob einer spielt oder ob es um einen gut geht, sondern hier geht es um den Verein, um die Mannschaft, um alles. Der Mittelfeldtrumpf, Katalin Racanel, der Rückkehrer aus St. Pauli. Sein Spieltisch ist die linke Außenbahn. Da beherrscht er alle Tricks. Mit seinem Gegenüber Matthias Keller bildet er die torgefährliche Außenzange. Keller schoss gegen Regensburg das 2:0 und Racanel mit viel, viel Übersicht das 3:0. Bereits sein 8. Treffer, bester Torschütze der Eintracht. Auch Racker trumpft im Moselstadion auf. Auswärts spielt er eher auf Sparflamme. Ja, ist ein ähnlicher Fall wie Paczynski. Ne? Der Racker kann Fußball spielen, der braucht viel Vertrauen. Das ist beim Paczy übrigens auch so. Das sind Spiele, die unheimlich viel Vertrauen brauchen, mit denen man viel reden muss. Aber er muss mir auch auswärts noch zeigen, dass das besser ist. Wenn der Paczy und er so spielen wie zu Hause auswärts, dann holen wir auswärts noch sehr viele Punkte. Aber das müssen wir noch zeigen. Der Abwehrtrumpf Carsten Marell. Die Auferstehung der Rückrunde. Mit 1,67 der kleinste bei der Eintracht, aber der größte Kämpfer. Alter 33, 16 Jahre Profi, 345 Zweitligaspiele. Geballte Erfahrung rechts außen in der neuen Viererkette. Mit Marello steht die Abwehr sicherer. Er spielt sehr beständig, ist mit der beste Mann in der Rückrunde. Und ich kenne Marello schon lange, das ist schon das dritte Mal, dass ich ihn verpflichte. Und ich weiß, was ich an ihm habe. Das ist keiner, der dich zur Meisterschaft schießt. Aber das ist ein Junge, der die ganze 100% verlassen. Das ist wichtig für die Mannschaft. Der Torwarttrumpf, Axel Keller. Der Coole im Kasten. Mit ein paar Unsicherheiten in der Anfangsphase gegen Regensburg. Aber in den entscheidenden Momenten war er voll da. Super Reaktion auf der Linie. Nur 2 Gegentore in 4 Heimspielen. Das Pokerface im Abstiegskampf. Ja, der Axel hat sich absolut zum super Torwart entwickelt, seit er hier ist. Er war ja am Anfang nur Nummer 2. Dann hatte ich sich verletzt und von daher kam er dann rein und strahlt Ruhe aus. Er holt gute Dinge raus. Er hat zwar auch schon 1 oder 2 Fehler gemacht, aber das passiert bei jedem Torwart mal. Aber er ist auf einem guten Weg, ein sehr guter Torhüter zu werden. Starke Karten mit 4 Trümpfen. Paul Linz scheint das richtige Blatt zu haben. Für das große Ziel Klassenerhalt. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen, Katalin Racanel. Ein gutes Blatt, die Trümpfe stechen. Was zeichnet diese Mannschaft aus? Was macht sie im Moment vor allen Dingen so stark? Ja, ich denke, dass wir zusammenhalten und wir haben unheimlich viel Spaß im Training und versuchen wir alles auf dem Platz umzusetzen. Jetzt wieder Spaß, wo es läuft? Ja, wir hatten immer Spaß gehabt, nur der Erfolg war leider nicht da und im Moment klappt es mit beiden. Also wir haben viel Spaß und relativ erfolgreich.
wo es im Moment nicht so erfolgreich ist, deswegen sagen Sie auch relativ, und es wurde gerade angesprochen, das ist auswärts. Da hat die Eintracht relativ wenig geholt und Sie haben auswärts offensichtlich auch so ein bisschen Probleme noch. Was meint er damit? Woran liegt es? Ich denke, dass wir alle ein bisschen Probleme auswärts haben. Wir wissen nicht, woran es liegt, aber wir müssen weitermachen. Irgendwann wird es auch auswärts klappen. Und Sie sind ein Typ, sagte Paul jetzt gerade, einer, der Vertrauen braucht. Kriegen Sie zu wenig, wenn es auswärts nicht so läuft oder woran liegt es? Was meint er damit? Nein, also kann ich so nicht sagen. Das hat mit Vertrauen nichts zu tun. Wir müssen versuchen, auswärts mutiger aufzutreten und uns mehr zutrauen, dann wird das auch klappen. In dem Fall ist in dieser Liga, das finde ich das Bemerkenswerte, es ist so, dass jeder wirklich jeden schlagen kann. Das ist für mich als Zuschauer extrem spannend. Wie ist denn das für Sie als Spieler? Verliert man da auch schon mal die Nerven und denkt, das darf alles gar nicht wahr sein, was hier passiert? Wir finden das nicht so spannend, weil wir jede Woche unter Druck sind. Aber die Liga ist unheimlich ausgeglichen, da kann jeder jeden schlagen. Und deswegen denke ich, dass wir bis zum Schluss Gas geben müssen. Das macht den Abstiegskampf natürlich nicht einfacher. Wir gucken uns mal die Ergebnisse von heute an. Die zeigen das nämlich ganz genau, wie es in der zweiten Bundesliga zugeht, dass wirklich jeder jeden schlagen kann. Als da wären die Sonntagsspiele, hätten wir vorbereitet. Union Berlin gegen Unterhaching. Torlos 0:0. Nürnberg schlägt Duisburg 2:0 und Rot-Weiß Oberhausen immerhin noch auf einem Aufstiegsplatz verliert gegen Aue, direkter Konkurrent von Trier mit 1:4. Osnabrück zu Hause 0:1 gegen Fürth. Burghausen verliert gegen Bielefeld 1:0. Morgen das wichtige Spiel für Mainz 05 beim Karlsruher SC. In der Tabelle sieht es so aus, als seien Nürnberg und Cottbus relativ einsam vorneweg, aber das täuscht. Mainz zum Beispiel sollte morgen unbedingt gewinnen, dann wären sie bis auf einen Punkt wieder dran an den Aufstiegsplätzen. Und noch spannender am Tabellenende. Sieht zwar gut aus, Eintracht Trier auf Platz 11. Wenn wir genau hingucken, ist es aber nur ein Punkt von einem Abstiegsplatz entfernt. Also, ein bisschen trügerisch die Tabelle. Sah aber schon viel, viel schlechter aus. Sah viel schlechter aus, aber es ist nur ein Punkt zu den Abstiegsplätzen. Und wir haben jetzt zwei sehr schwere Auswärtsspiele. Das wollte ich sagen. In Bielefeld und Berlin. Und dann kommt noch Aachen nach Trier. Ja, aber erstmal das Spiel in Bielefeld, das ist für uns wichtig, alles andere zählt im Moment nicht. Brauchen Sie? Brauchen Sie als Mannschaft so ein bisschen diesen Druck, dieses Gefühl, es geht um alles oder nichts? Ist das wichtig? Es sieht im Moment ein bisschen danach aus, als bräuchten wir das, aber ich glaube, wir würden noch besser spielen, wenn der Abstand nicht so gering wäre nach unten. Sie persönlich kennen das alles ja auch ganz gut. Sie sind Heimkehrer sozusagen nach Trier. Wir haben es auch gerade gehört. Sie haben 2 Jahre bei St. Pauli gespielt. Warum wollten Sie unbedingt wieder nach Trier zurück? Ja, es ist alles sehr unglücklich gelaufen für mich in Hamburg. War oft verletzt. Zum Schluss hatte auch keinen sehr guten Trainer gehabt. Den Namen verschweigen wir jetzt einfach mal. Er ist überhaupt immer noch Trainer, ne? In Hamburg. Leider, ja. Paul Linz hat mich gefragt, ob ich gern zurückkommen würde und es hat mich gefreut und so bin ich zurückgekommen. Aber man kann ja auch draus lernen, 2-mal abbiegen hintereinander, erst von der ersten in die zweite, dann von der zweiten in die Regionalliga. Welchen Fehler dürfen die Trierer auf keinen Fall machen, den St. Pauli zum Beispiel gemacht hat? Also ich denke, dass die Mannschaft sich untereinander nicht so gut verstanden hat wie wir jetzt. Also wir hatten in der Hinrunde sehr viele Niederlagen, trotz allem haben wir zusammengehalten, was in Hamburg nicht der Fall war. Also da hat jeder für sich selber gespielt und bei uns spielt jeder für die Mannschaft. Das zeichnet Eintracht Trier aus. Und das kann auch helfen und muss helfen im Abstiegskampf. Und Sie helfen natürlich auch mit Ihren Toren. Tore sind es bis jetzt gewesen. Kein anderer hat mehr geschossen bei Eintracht Trier. Welches war denn persönlich das Wichtigste dieser Tore? Ach, ich denke, alle Tore sind wichtig. Aber es ist nicht entscheidend, wer die Tore schießt. Das bringt mir nichts, wenn ich die meisten Tore habe und wir steigen ab. Ich denke, wir müssen alle Tore schießen, damit wir nicht absteigen. Wer im Endeffekt die meisten hat, ist völlig egal. Ich denke trotzdem, ein Tor von außen betrachtet für mich, Sie können das natürlich ganz, ganz anders sehen, ein Tor war schon besonders wichtig, das fiel nämlich kurz vor Nikolaus, glaube ich, am 5. Dezember war es, im Spiel gegen den Karlsruher SC. Und nur um die Situation nochmal zu erklären, 5 Spiele lang hatte Eintracht Trier verloren, es stand 0:1 und dann gab es einen Elfmeter für Eintracht Trier. Und wir gucken uns das Tor nochmal eben an, was dann passiert ist. Also, 5 Niederlagen im Rücken, Elfmeter, es hätte der Ausgleich sein können. Und erst im Nachlauf dann Katalin Rakanel mit dem 1:1. Für mich so ein bisschen sowas wie der Wendepunkt bei Eintracht Trier. Sehe ich das falsch? Wir haben in der Hinrunde oft gut gespielt, aber verloren. Und in dem Moment war es schon wichtig, dass der Ball reingegangen ist. Weil wenn wir das Spiel verloren hätten, das wäre schon dramatisch. Das war Erinnern Sie sich noch so an die unglücklich Situation? Gewesen.
Ja, also Danny Winkler, ich wollte erst gar nicht hinlaufen, weil eigentlich ist er ein ganz sicherer Schütze. Und habe ich gesagt, okay, komm zur Sicherheit, geh nochmal nach. Wer weiß, was kann passieren kann. Es war nicht die falsche Entscheidung. Es war absolut die richtige. Eine Frage noch zum Schluss. Sie sind Rumäne. Ja. Haben Sie da noch irgendwelche Ambitionen, auch mal für Rumänien spielen zu können? Ja, natürlich. Bei uns, jedes Kind träumt davon, irgendwann mal für die Nationalmannschaft zu spielen. Aber im Moment ist das zweitrangig. Ich hoffe, dass wir in der Liga bleiben. Das ist das Wichtigste. Alles andere kommt von selbst. Ich wünsche Ihnen, dass sich erstrangiges und zweitrangiges erfüllt. Katalin Racka.